Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren und für mich heute letzten Folge von ETS 2. Verdient. So. Bup. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viel wir actually fahren müssen. Weil ne, wir fahren auch noch eine Weile mit der Fähre. Und in welcher Zeit wir das schaffen. Ob wir das Ganze wirklich in 30 Minuten schaffen oder vielleicht etwas mehr. Lass uns loslegen. Wo kommt denn der her? Weil was würde jetzt passieren, wenn jetzt in uns ein LKW spawnt auf einmal? Dann läuft es genauso wie in der vorigen Folge. Ich meine, gut, da kann man zumindest zum Glück den Trick nehmen, dass man wirklich einfach nochmal neu lädt und dann ist dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der LKW dann nicht mehr da in einem. Aber ich meine, ist wahrscheinlich schon so, dass der LKW Spawner wirklich darauf achtet, wo gerade schon andere Sachen sind. Weil sonst könnte es ja auch sein, dass, weiß nicht, an einem Platz zwei LKW spawnen. Aber je nachdem, wie es programmiert ist. So. Jürgen, wir machen denn mal. Oh, komm, aber das hier hat bei letzter Folge gerade angefangen. Hier ist ein wunderschönes Lied. Hey. So. Alter, wie schnell der LKW halt loszieht, ne? Aber es sind halt auch plus 3 Tonnen. Und wir haben jetzt 700 PS. Das macht sich schon alles ein bisschen bemerkbar. Vor allem, wie die Anzeige unten gar nicht weit genug geht, ne? Da. Geht nur bis 125. Dann ist Feierabend. Aber warum denn? Och nö. Ernsthaft. So, dann mache ich mal einen jeden Programmierer glücklich. So. Ich finde es auch witzig, wie man diesen CC einfach so hoch einstellen kann, wie man möchte. Ja, du kannst 100.000 Mal auf die Taste draufklicken. Und hast den CC eingestellt von 3 Milliarden kmh. Und weißt du, die Zahl platzt halt einfach schon komplett aus der Anzeige raus. Ich weiß nicht, ob sowas im Echten möglich wäre. Ich wage aber ein bisschen zu bezweifeln. Ich meine, noch geiler wäre es natürlich, ich meine, unser Navi zum Beispiel, ja? Der weiß ja immer, wie schnell wir fahren dürfen. Es wäre also geil, wenn es irgendwie eine Funktion gibt, wo sich der CC automatisch nach dem Navi richtet. Ja, dass die beiden miteinander kommunizieren quasi. Was jetzt technisch nicht so schwer wäre. Da würde sich der LKW immer an die Höchstgeschwindigkeit richten. Das wäre schon echt geil. Natürlich jetzt nicht standardmäßig, sondern als optionales Feature. Genauso wie du auch zwischen Cruise Control und Active Cruise Control wählen kannst. Kommen wir da lang? Ja. Und
Oh, oh my fucking god! Ausfahrt rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Scham bekommen? Ja. Ich wusste gerade nämlich nicht, ob sich mein Auflieger da draußen verabschiedet hat, also ausgebrochen ist. Weil wenn ja, hätte er wahrscheinlich gerade den anderen LKW gestritten. Aber da wir keinen Schaden bekommen haben, ist der Auflieger wahrscheinlich in seiner Spur geblieben. Was mich schon ein bisschen wundert, so leicht wie er ist. Wie das Auto schaut jetzt aus? Ein Haus in grün und blau. Das ist ja eine sehr interessante Brückkonstruktion. Da kannst du ja wirklich aufgespießt werden. Toll. Da würde ich nicht mit dem Flugzeug abstürzen. Das sieht sehr schmerzhaft aus. Gut, ich meine, mit dem Flugzeug abzustürzen dürfte immer schmerzhaft sein. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das die Sache denn verschlimmern würde oder nicht, aber... Oh, der blöde Kredit immer. Warum gibt es nicht Kredite ohne Kredite? Also ohne Kreditzahlung. Aber gut, ich meine, wir haben ja gerade noch genug Puffer. Easy. Und die Mission jetzt dauert auch nicht allzu lange, von daher. Siehst du, wie viel bekommen wir eigentlich für die Mission? Ah, oh, 43.000. Oh, geht okay, ja. Damit können wir zwar leider noch keinen Kredit auslösen, aber hey. Bitte links halten. Kann ich überholen? Ah, ne. Ich lasse es mal lieber.
Oh, schon besser. Bitte links halten. Bitte links halten. Ich finde es halt cool, wie der Motor schon längst außerhalb seines idealen Drehzahlbereichs ist und halt trotzdem noch anzieht wie nix. Das ist halt schon heftig. Habt ihr gerade gesehen, wie ich gerade nach rechts gezogen bin? Für den Fall, was das hier Katastrophe ist, was ist hier los? Hier ist wieder Stau und Unfall und alles. Nee, wie gerade nach rechts gezogen bin, für den Fall, dass der LKW auch hätte nach rechts ausscheren wollen. Auf diesem Planeten gibt es nichts Intelligenteres als NPCs. Zwei Prozent Schaden, leck mir am Arsch. Obwohl die Frage, ob wir wirklich 2% haben oder das nur die Reifen sind. Ne, tatsächlich. Und er fährt einfach weiter mit der Fahrerflucht. Mal das Gleiche hier. Und wie lange auf die Kosten sitzen? Wieso gibt es so viele VLC Media Player? Wow. Das ist ja mal eine schöne Steinformation hier. Cool. Noch mehr Vollzimmer-Players. Oh. Der Volk kommt da abfahrt. Da muss ich auch runter. Rechts halten. Wie fahren wir jetzt eigentlich überhaupt noch? Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh gut, die Hälfte haben wir schon. Ausfahrt rechts. Und natürlich kommt hinten erstmal Zoll. Danke dafür. Genau für so einen Scheiß bin ich heute früh aufgestanden, Alter. Zollkontrolle. Bäh. Dass sowas überhaupt legal ist. Oh. Komm, schaffen wir. Yeah. Wo am besten? Links, rechts und unten? Wir fahren mal hier langs. Ha, ha, ha. So, da müssen wir auf die linke Spur. Okay. Ich sag mal so, in einer halben Stunde schaffen wir es auf jeden Fall bis auf unsere Insel rauf. Und innerhalb der Insel ist ja denn bloß nicht mehr so viel. Vielleicht, wenn es jetzt noch etwas besser läuft und nicht noch mehr Unfälle hier auf der Autobahn sind, schaffen wir es vielleicht sogar bis unser Ziel. Wobei das schon relativ knapp wird. Schon sehr eng wird. Also richtig eng.
Ah, Leute, was ist los mit euch? Gerade wo die linke Fahrbahn so schön frei war. So, tanken müssen wir nicht, wir müssen nur bald mal schlafen. In ungefähr 3 Stunden. Ui. Ha. Na, mal schauen. Wir warten mal, bis das Bett anfängt rot zu werden und dann können wir immer noch gucken. Wie wir dann am günstigsten zum nächsten Schlafplatz kommen. Ah, da war jetzt echt schon wieder ein Unfall. Was ist denn los mit den Fahrzeugen? Wow, also hier sieht es aber wirklich aus wie in Amerika. Nice. Aber weil wir jetzt hier auch im südlichen Teil von Spanien sind. Also ein bisschen näher am Äquator, dementsprechend ein bisschen mehr Wärme halt, ne? Schon wieder Maut. Wobei wir jetzt schon eine Weile lang keine Maut mehr hatten. Ist trotzdem kacke. Was ist da vorne los? Nee, nee. Bitte links halten. Ein Umspannwerk. Oder war da Kraftwerk in der Nähe? Wahrscheinlich ein Wasserkraftwerk, ne? Da war irgendwie ein Fluss in der Nähe oder so. Staudamm. Thank you.
Einer gefällt den ganzen Zolldingern keinen Liegeplatz. Dass man doch einfach mal direkt pennen kann. Achso, ist die andere Richtung. Ist gar nicht für uns. Ah, nee, doch, ist auch für uns. Oh, ja. So kompliziert, das Ganze hier. Aber wenn wir hier eh schon runterbremsen müssen, dann wäre es ja geil, wenn man das auch gleich mal als Gelegenheit nutzen kann, um gleich zu schlafen, ne? Aber nee. Soll dann ja keinen Sinn machen, so ein Zollplatz. Voll die Schweinerei. Oh ja, was haben wir jetzt eigentlich noch? Ah, sind schon fast da, sehr cool. Wie gesagt, wir müssen nur gucken, wo wir bald mal hier pennen können. Weil unser Bett fühlt sich langsam schon ganz schön hoch. Naja. Wobei, in der Nähe vom Hafen müsste es ja genug Liegeplätze geben. Weil, Schlafplätze. Liegeplätze, sind im Boot oder was? Ah, ausgebrannter Auflieger. Lol. Die nicht alle so rum, sag mal. Hallo? So, hier ist ein Rastplatz. Da vorne ist aber auch einer. Ich glaube, da fahren wir zu den vorderen nochmal. Genau, hier weiter hinten kommt nichts mehr. Ich meine, wir könnten da, können wir gleichzeitig noch hier diesen wunderschönen Sichtpunkt da abarbeiten. Ich gar nicht weiß, ob wir da günstig hinkommen. Nicht, dass wir dann eine zu große Umleitung fahren müssen. Ne, komm, wir pennen einfach hier bei dem. Und dann ist gut. Ernsthaft? Erst fast stehen bleiben und dann ausweichen. Danke dafür. Aber hier ist das Spiel wieder richtig flüssig, ja? Volle 300 FPS hier. Gut, keine Ahnung, ob das OBS selber auch flüssig ist. Sieht aber erstmal so aus. Hier wird es ein bisschen unübersichtlich. Mal lieber ein bisschen vom Gas gehen hier. So. Und da vorne kommt Maut. Eine Kacke. So, wir fahren nach. Gott, gibt hier viele Sachen hier. Wo muss denn lang? Ah, hier lang.
Siehst du, wieso? Wir brauchen gar nicht pennen gehen. Wir sind doch in der Fähre. Ha. Ich schon wieder. Oh. Das sieht ja aber schön aus. Sehr hübsche Gegend. Porta de Barcelona. Alter, die sieht auch schon geil aus. Boah, ei. Guckt euch das an, das ist doch ein Meisterwerk. Oh, dann müssen wir ja da sein, ne? Fast. Bitte links. Oh, hier schießt gerade aber wieder ganz schön. Gegen sieht schon geil aus, weil da hinten ist Ding, da hinten links. Dieser Schichtberg. Rechts. Not bad. Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten. Okay, lass uns einen Route finden. Neue Route neu berechnen. Wow, zwei Tachos direkt übereinander, Alter. Das ist ja gerade super verwirrend. So, ich bin mal gespannt, ob wir da hinten diesen Aussichtspunkt schon mitnehmen können. Oder ob der doch zu abseits ist. Rechts halten und dann links abbiegen. Kein Problem. Ich finde eine neue. Hier lang, ne? Wollt ihr hier rein oder was? Tatsächlich, lol. Hatte ich auch noch nicht gehabt, dass man extra auf den Hof fahren muss, um an den Aussichtspunkt zu kommen. Und das, obwohl da nicht mal eine Firma auf dem Hof ist. Not bad. Die Stadt Barcelona. Wow. Ist das noch Kunst oder kann das weg? Was zur Hölle? Huh. Das sieht schnick aus. Vor allem mit der Wolkenformation im Hintergrund. Sieht so schon extrem geil aus. Ah, das hat schon was. Ist ja jetzt kein Ort, wo ich wohnen würde gerne. Also, ne? Also einmal angucken reicht aus. Aber sieht trotzdem schon schick aus. Der fotografiert uns. Wir fliegen hier lang. DSGVO. Leck mein Po. Ja. Ups. Bisschen falsch abgebogen. Egal. Ich finde eine neue Route.
rechts. Habe ich nicht Vorfahrt? Und dann links abbiegen. Voila! Wie fährt denn der? So. Wir müssen nach da. Jetzt müssen wir die einzige Route, die Sinn macht. Und da war es ja echt in 30 Minuten bis zum Hafen geschafft. Wow. Und damit bis auf unsere Insel. Cool. Ach, wir müssen jetzt hier nochmal mit der Fähre fahren. Okay. Das heißt, ich muss ein bisschen rückwärts fahren. Dann wieder ein bisschen vorwärts fahren. Die längste Strecke der Welt. So, genau. Da. Okay, lass uns eine neue Route finden. Cool. Und wieder komplett ausgeschlafen. So muss es sein. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ich dachte, ich bin hier ein Rowdy. Nimm diese Ausfahrt. Weil irgendwo bin ich froh, dass der Bräune nicht stehen geblieben ist. So muss ich nicht auf die Eisen gehen. Aber. Freundliches Fahrverhalten geht anders. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Alter, wie unser Fähnchen schon fast waagerecht gerade war. Das ist eine Seitenlage, du. Eigentlich ist das gerade relativ dumm, was ich mache. Aber mehr Glück als Verstand regelt. Ich glaube, im Echten hätte man das so niemals im Leben gemacht. Geradeaus.
Hier kommt eine enge Kurve. Geiles Lied. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt. Die Sonne hier gerade. Ist ja richtig hell hier. Da kennst du die Fahrbahn kaum noch. Ich komme mir gerade vor, wie auf YouTube diese Indian Bus Driver. Genauso komme ich mir gerade vor. Eine gelungene letzte Folge für heute. Definitiv. Ist aber auch schon eine echt hammergeile Gegend hier auf der Insel. War schon richtige Entscheidung hier zu beginnen mit dem Let's Play. Ah, da vorne ist da viel. Ist gerade kurz aufgeblitzt. Da ist es wieder. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Hey! Oh. Irgendwie dachte ich, er biegt nach links ab. Aber gut. Wenn einmal hier dachte, einfach mal einen Feuerwehrwagen wegschieben. Das leichteste auf der Welt. Kinderspiel. Und wie viel Schaden hat die Fracht? 1% Schaden. Nein. Was soll ich denn jetzt mit Kindern erzählen? So, hier ist sogar unsere, genau da. Da ist unser Lager. Unsere Garage. Sehr geil. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab.
Hier endet es. Perfekt. Gute Arbeit, war ich doch. Okay. Und nächstes Level. Yay. So. Dann. Ne, wisst ihr was? Wir fahren mal. Achso. Okay, wir fahren mal zu unserer Garage. Ich würde mich hier noch schnell bei der Werkstatt vorbeigucken. Ja. Wartung. Reparieren. Dann schauen wir mal kurz den Garagemanager. Schnellreise. 2 Euro. Was? Ist ja mehr als ein BVG-Kurzstreckenticket hier. Was sind das für Preise? So, und jetzt Aufliegermanager. Der muss jetzt frei sein. Der wird immer noch genutzt. Der, wo ist denn der Typ gerade? Fahrermanager. Warte, was hat der gerade für eine Mission? Kartenansicht. Ah, ist doch jetzt fast am Ziel. Ah, gut. Dann müssen wir doch noch ein bisschen warten. Was? Achso, da. So, jetzt nutzen wir, jetzt kommt nämlich das Ding hier mit diesen, es wird noch 6 Stunden dauern. Er braucht für die kurze Strecke 6 Stunden. Ja. Und 6 Stunden später ist der Wagen bei uns angekoppelt. Sehr geil. So, das heißt, wir können jetzt an der Stelle, guckt euch das an, Alter. Unsere Auflieger. Yay, wir haben ihn wieder. Schön. Das heißt, nächstes Mal können wir wieder mit unserem eigenen Auflieger Mission machen. So muss das sein. Okay. Wir können auch beide mal wieder richtig speichern hier. So. Noch schön ein selfie-taugliches Position einnehmen. Ja. Wollen wir gleich auf der einspeichern? Eigentlich macht das voll Sinn, ne? So, dann müssen wir nochmal auf der 2, damit die 2 auch über der 1 ist. Ah, Speichermanagement. Geil, Omato. Gut schön. Dann soll das an der Stelle gewesen sein. Dann sehen wir uns denn zu ATS wieder. Und dann zu Mindtest. Und dann in ein paar Wochen geht es dann wieder mit ETS weiter mit unserem Auflieger. Sehr schönes Ding. Das war ja eine sehr erfolgreiche 16-Folgen-Session. Von den letzten 8 Folgen. Bis dann. Feiern für heute.